willkommen zu einem neuen Video. Heute möchten wir uns das zweite Dreamlord Video anschauen, und zwar die Dance Practice von Hakuna Matata. Genau, in MV haben wir die paar Choreografiestellen da gesehen, und zwar ja mega. Da die Choreografie so aufwendig aussah, habe ich mich echt gefragt, wie die ganze Choreografie sein wird. Und deswegen bin ich sehr gespannt auf die Dance Practice. Ich erwarte Großes. Genau, und ich glaube echt, wir werden gleich geflasht sein. Stille Post. Wie synchron. Das war auch wirklich cool. Ja. Das ist nicht so. Einen Namen kann ich schon machen. Wow. Oh. Das sah gut aus. Wir haben aber immer noch alle unterschiedliche Haare. Ich finde, das sieht geil aus. Voll cute. Das sieht cool aus, wie sie machen. Ey, ich bin echt, die haben echt ganz krasse Elemente reingebaut. Mein Teil. Die haben es echt drauf. Hey, das wow! Das sah echt geil aus. Das ist auch ein MV. Die können mega gut tanzen. Ey, das ist echt. Ich finde echt eines der besten Tänze. Nicht so 0815, finde ich. Hey, ich finde echt gut. Another fly art. Sieht super aus, weil wie die gleichzeitig so synchron sind. So perfekt synchron. Ich frage mich, wie viel die trainiert haben. Man merkt aber, dass sie richtig so mit dabei sind. Wow, ey, das sah echt cool aus. Ich finde die Haare auch voll geil von der Lila, ne? So viele Elemente in dem Tanz. Ja, wirklich. Das sieht echt nicht nach einem leichten Tanz aus. Nein. Krass. Ich könnte denen echt noch 10 weitere Stunden so zugucken, ey. Ich fand, es war so schön für das Auge, finde ich, so. So wie die getanzt haben, war es echt schön. Die waren echt richtig. Anzuschauen. Die waren richtig gut. Allround-Pakete, die sind alle hübsch und die können richtig gut tanzen. Ja. Und die Lieder sind gut. Ja. Krass. Ich glaube, die werden es noch halten. Ich glaube auch. Also, ein Dreamlord. Fighting. Fly high. Fly high. Ja, in allem war das einfach perfekt, fand ich. Und ich hoffe, die werden erfolgreich. Ich drücke ihnen die Daumen. Und wir werden weiterhin Dreamlord verfolgen. Du sicher auch, ja, oder? Ich habe mir auch beide Alben schon angehört. Die sind richtig cool. Vor allem der Intro-Track von dem Hakuna Matata-Album. Dreams. Hört sich mega geil an. Ja. Sowas habe ich noch nie gehört. Ich fand's auch. Sag kurz, ich hoffe. 1,5 Minuten. Ja,
wäre es noch länger, es wäre noch geiler. Ey, von das war auf jeden Fall ein richtig krass geiler Track. Ja. Hakuna Matata natürlich auch. Also Leute, supportet Dreamnote, supportet uns, meinen Kanal, guckt euch meine Videos an. Vergesst nicht zu liken, kommentieren, wie ihr das, den Tanz findet. Und abonnieren. Genau. Dann sagen wir mal tschüss. Bye. Mm.